Jeder kennt mittlerweile wahrscheinlich die 4K-Video-Funktion. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir eine deutlich höhere Auflösung haben im Vergleich zum vorigen Full HD. Jetzt hat die Firma Panasonic eine sehr schöne Funktion entwickelt, und zwar die sogenannte 4K-Foto-Funktion. Dort haben wir die Möglichkeit, bei den neuen Geräten, wie zum Beispiel bei der G70 von Panasonic oder auch der G81, vorher einzustellen, dass wir ein Foto machen wollen im 4K-Modus, und die Kamera geht hin und nimmt mit 30 Bildern pro Sekunde im 4K-Standard auf. Das heißt effektiv, wir benutzen 8 Megapixel und haben danach die Möglichkeit, das Einzelbild aus dem Video rauszunehmen und mit 8 Megapixeln ein printbares Bild bis 3045 zu drucken. Die 4K-Foto-Funktion ermöglicht uns wirklich bei extrem schnellen Aufnahmesituationen, nehmen wir zum Beispiel mal, dass man mit seinen Kindern unterwegs ist, irgendwo im Sport unterwegs ist, im Urlaub, wo man einfach wirklich sehr schnelle Bewegungen hat, sei es beim Skifahren oder sonstiges, und man möchte wirklich von gewissen Situationen, von einem Sprung oder einem Schuss, eine Einzelaufnahme haben. Meistens hat man immer genau da das Problem, dass die Kameras zwischen 5 oder 10 Bilder pro Sekunde machen, und man hat immer entweder ein Bild genau just vor dem Moment oder just nach dem Moment. Durch die 4K-Foto-Funktion haben wir wirklich die Möglichkeit, dass die Kamera uns 30 Bilder pro Sekunde liefert, und wir haben wirklich genau jeden Moment drin und können uns wirklich das Einzelbild just an der Stelle rausnehmen, wo genau das Gesicht der Person zu sehen ist oder der Ball gerade geschossen wird oder sonstiges. Grundsätzlich ist es nicht schwierig, die Funktion einzustellen. Kamera anschalten ist klar. Wir finden direkt oben auf der linken Seite die Möglichkeit, die Kamera sofort zwischen Einzelbild, Serienbild oder auch 4K-Foto umzuschalten, und schon ist die Funktion aktiviert. Jetzt brauchen wir nur noch hinzugehen, den Auslöser antippen, die Kamera setzt den Fokuspunkt und man hört direkt, wie sie wirklich die Serie mit den 30 Bildern pro Sekunde durchschießt. Wenn wir uns jetzt in der Wiedergabe das gemachte Video anschauen, welches ja in Einzelbildern aufgezeichnet worden ist, haben wir die Möglichkeit, uns wirklich den perfekten Moment auszusuchen und dieses Einzelbild zu sichern. Wir finden im Menü, bevor wir die Funktion einschalten, noch drei Unterfunktionen. Und zwar finden wir einmal die 4K-Serienbildaufnahme. Dort ermöglicht uns die Kamera auszusuchen, dass sie konstant eine Serie mit 30 Bildern pro Sekunde durchschießt, und wir hören es auch akustisch. In der zweiten Funktion finden wir die Möglichkeit, auch wieder das 4K-Foto als Serienbild einzuschalten. Dort ist es aber so, dass die Kamera, sobald ich den Auslöser drücke, die Aufnahme startet. Wir hören es jetzt akustisch nicht mehr, dass die Kamera 30 Bilder pro Sekunde macht, sondern sie zeichnet konstant das Video auf. Und sobald ich den Auslöser erneut drücke, stoppt sie das Video. Hat den Vorteil, dass wir während der Aufnahme nicht konstant den Auslöser gedrückt halten müssen, sondern können frei mit der Kamera agieren, ohne darauf zu achten, dass auch wirklich konstant der Finger auf dem Auslöser ist. Als dritte Funktion finden wir den 4K Pre-Burst. Diese Funktion ermöglicht uns, dass die Kamera konstant Aufnahmen aufzeichnet in den Pufferspeicher, sie aber nicht abspeichert, so dass man auch den perfekten Moment, der gegebenenfalls vielleicht vor dem Auslöserdrücken entstanden ist, auch noch mit auf dem Bild drauf hat. Als Fazit, finde ich, kann man hier einfach nur sagen, es ist genauso wie der Postfokus eine wirklich sehr einfach zu bedienende Funktion für perfekte Ergebnisse.